Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 19 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur Europas im 18. und 19. Jahrhundert. Und heute soll es darum gehen, vom Genie zum Wahnsinn. Das ist der Titel der heutigen Sitzung. Wir haben die Reihe begonnen im letzten Herbst mit allgemeinen Bemerkungen über die Beziehung von Mann und Frau. Wir haben dann die Frau in den Fokus unserer Betrachtung gestellt. Die Frau in der Literatur dargestellt als Engel, Mutter, Kind, als Naturwesen. Und wir haben dann versucht zu zeigen, und das haben wir Anfang dieses Jahres getan, wie das Entwicklungsdenken kippt in das Fortschrittsdenken und wie ganz wesentlich für die moderne Vorstellung vom Menschen die Erfindung des Unbewussten im späten 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert geworden ist. Die nächsten Sitzungen werden sich beschäftigen mit einer Seite, die wir noch eigentlich kaum in den Mittelpunkt gestellt haben, mit nämlich den dunklen Seiten dieser neuen romantischen Liebe, auch mit dem, was man literaturwissenschaftlich die schwarze Romantik nennt, die Nachtseite, das Schattenleben, die düsteren, zum Teil aber auch komischen Seiten einer romantischen Liebe. Und wir wollen auch in den nächsten Malen verstärkt den Mann in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen. Wir haben das letzte Mal schon begonnen, indem wir gesagt haben, das Genie, das Neue, der neue Begriff des Genies, so wie er um 1800 entsteht, ist ein Mann, ein Zwitterwesen zwischen Kind und Erwachsenem, begabt mit ungeheurer Kreativität, der wie Gott Welt erschaffen kann. Nicht mehr als Medium Gottes, sondern wie Gott kreativ sein kann, aufgrund seiner Kindlichkeit und aufgrund seines Intellekts. Und heute werden wir nun beschreiben, wie dieses männliche Genie leicht in die Gefahr gerät, wahnsinnig zu werden. Denn vom Genie zum Wahnsinn ist nur ein kleiner Schritt. Der Mann ist als wahnsinniges Genie gefährdet. Und so wird er dann auch in der Literatur beschrieben. Wir werden das ganz ausführlich beschreiben bei E.T.A. Hoffmann in einer Geschichte, das Fräulein von Scudery, das kommt das nächste Mal ausführlich dran. Und so wird das Thema, das Genie als Wahnsinniger, zu dem einem großen Thema der Literatur des 19. Jahrhunderts, Wahnsinn als psychischer Ausnahmezustand, der vor allem den Künstler ergreift, der im extremsten Falle dann aber auch zum Verbrecher werden kann, aufgrund dieser Neigungen, die vor allem begründet sind in seiner Kindlichkeit, in seinem Naturzustand, den er eben als Genie noch bewahrt hat. Der erste, der den Zusammenhang von Genie und Wahnsinn wissenschaftlich auf den Begriff gebracht hat, ist ein Italiener, nämlich der Psychiater Cesare Lombroso. 1872 erschien sein Buch Genio e Follia, Deutsch 1887, und Lombroso ist der Begründer der Kriminalanthropologie geworden, der sogenannten positiven Schule der Kriminologie. Und er hat nun versucht, naturwissenschaftlich erforschbare Faktoren für verbrecherisches Wesen, für Kriminalität herauszubekommen und schrieb dazu ein Buch eben über das Genie, das in einem permanenten psychischen Ausnahmezustand befindlich sei und dadurch nicht grundsätzlich verschieden
von einer kriminellen Disposition. Und er nennt Hölderlin und Kleist unter anderem als Beispiele für diesen Zusammenhang von Genie und Wahnsinn. Ich habe Ihnen hier den Hölderlin-Turm in Tübingen am Neckar, eine Fotografie. Da unten fließt der Neckar. Da gehen eigentlich alle Fans hin, die Literaturfans hin, die auch jemals nach Tübingen kommen. Darauf will ich auch noch gleich zu sprechen kommen. Also Hölderlin und Kleist, aber auch Robert Schumann werden als die Prototypen des Beispiels für Genie und Wahnsinn begriffen und beschrieben. Beide weichen von der Zivilisation ab, von der vernunftgeleiteten Norm und fallen in einen regellosen Naturzustand zurück, der sie eben auch in die Gefahr von Kriminellen bringt. Und Lombroso fasst als Mediziner zusammen, was schon 70 Jahre früher in der Literatur der Romantik da war, nämlich der Zusammenhang zwischen Genie und Wahnsinn in der Geschichten zum Beispiel eines E.T.A. Hoffmann. Und dieser Zusammenhang beruht eben sehr wesentlich auf der Erfindung der seelischen Kategorie des Unbewussten. Das Unbewusste im Unterschied zum Bewusstsein, zur Logik, zur Rationalität, zur Reflektiertheit ist das Gefühl, das Ahnen, ein Naturzustand, der am Anfang der Welt steht, am Anfang der Entwicklung des Individuums, das sich dann im Laufe der Zeit zum erwachsenen Menschen entwickeln wird, zum zivilisierten Wesen, zu einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung, wie wir das in Europa der Zeit wiederfinden. Am Anfang, in der frühen Romantik, wird dieser Naturzustand als Vorgeschichte positiv gesehen. Jetzt, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, wird er zunehmend kritisch gesehen, negativiert, und aus dem Entwicklungsdenken ist das Fortschrittsdenken geworden und aus dem guten Wilden ist der Primitive geworden. Und die Heiligen, den Heiligen nahestehenden Kinder und Frauen, der Natur nahestehenden, dem Gefühl, sind zu infantilen Wesen geworden, die auch ihre Triebe nicht im Griff haben. Und der Begriff du Kind ist eben wirklich nur noch pejorativ, im pejorativen Sinne verwandt worden. Das hatte eben, wie gesagt, jetzt Auswirkungen auch auf den Mann, insofern er ein Genie war. Denn der normale, gesunde Mann, der kein Genie war, wurde gedacht als entwickeltes, intellektuelles, triebbeherrschtes, rationales Wesen, der den Naturzustand weit hinter sich gelassen hatte. Das männliche Genie, das die Kindlichkeit bewahrt hatte, war nun auf einmal gefährdet worden und eben nicht mehr normal und daher in der Gefahr, wahnsinnig zu werden. Ich nenne Ihnen noch einmal ein paar Zitate der Zeit. Charles Baudelaire hat geschrieben, das Genie ist nichts als die freiwillig wiedergefundene Kindheit. Als Mann, der in jeder Minute das Genie des Kindes besitzt, das heißt ein Genie, das für keinen Anblick des Lebens abgestumpft ist, das ist der Künstler für Baudelaire gewesen und so beschreibt er es auch in der modernen Kunst, eine Abhandlung bei einem französischen Maler. Arthur Rimbaud hat Ende des 18. Jahrhunderts auch ein Franzose wie Baudelaire, hat einmal gesagt, Genialität ist die willentliche Wiederentdeckung der Kindheit.
Und das sind Sätze, die eben beschreiben, wie der Künstler eigentlich regrediert ins Kindheitsstadium, was eben einfach für einen erwachsenen Mann eben kein normaler Zustand ist. Schon im späten 18. Jahrhundert hat Denis Diderot gesagt: Oh, wie nah sind sich Genie und Verrücktheit. Und Edgar Allan Poe, nun der Literat der schwarzen Romantik, der Menschen, die dem Wahnsinn verfallen, hat einmal von sich gesagt: I became insane with long intervals of horrible sanity. Also, ich wurde verrückt mit langen Inzwischenzeiten schrecklicher Gesundheit. Also die Verrücktheit auch als ein unbedingtes Moment des künstlerischen Daseins. Letztendlich geht es zurück dann auf den großen Satz von Aristoteles: Kein großer Verstand hat jemals ohne einen Hauch von Wahnsinn existiert. Das ist ein Satz, der immer in den rumspukt, in den Gedanken über große Intellektualität und jetzt eben auch über Genialität im 19. Jahrhundert. Je stärker die unbewusste Natur im Mann, desto genialer kann er wirken, und zwar dann, wenn er seine schöpferische Kindlichkeit umsetzen kann in Kunstwerke. Der Mann, der das perfekt zu tun verstand, der am perfektesten sublimieren konnte und seine Kindlichkeit, seine Naturbelassenheit umsetzen konnte in Kunstwerke, ist nun Johann Wolfgang Goethe. Und Sie alle kennen das Gedicht von ihm: Über allen Wipfeln ist Ruhe. Angeblich hat er das geschrieben am Abend des 6. September 1780. Da hat er eine Wanderung gemacht und kam in eine Jagdaufseherhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. Und da hat er mit einem Bleistift in die Holzwand dieses Gedicht geschrieben, das eben als Naturgedicht, als Meditation über das Leben weltberühmt geworden ist. Das ist das Gedicht eines Genies, der auf seiner Wanderung durch die Natur weg von der Zivilisation zu den Schönheit in die Welt bringen kann, vollendete Schönheit. Goethe wurde angeblich einmal gefragt, wie lange er gebraucht habe, um dieses Gedicht zu schreiben. Und er hat angeblich gesagt, 30 Jahre. Das stimmt ungefähr, denn ist ja 1749 geboren und 1780 wäre er ja etwas über 30 Jahre alt gewesen. Nun, wenn der Mann als Genie es nicht versteht, diese Kräfte zu sublimieren und die vollendete Schönheit im Kunstwerk in die Welt zu setzen, dann ist er gefährdet. Dann wird er zum Außenseiter. Dann kann er wahnsinnig werden, dann kann er auch zum Verbrecher werden, denn dann ist diese unbewusste Seite in ihm, die Seite der Triebenthemmtheit, auch des Tierischen, wie man das dann später auch oft so beschrieben hat. Und es ist interessant, dass die Geschichte der modernen europäischen Psychiatrie genau jetzt beginnt, nämlich um 1800. Jetzt entsteht ein Fach, das sich mit psychischen Störungen beschäftigt. Und das beginnt in der Französischen Revolution mit dem französischen Arzt Philippe Pinel, der im Hôpital Salpêtrière nun einen veränderten Blick auf die psychisch Kranken geworfen hat und sie von ihren Ketten befreit hat, so heißt es. Die Kranken, die noch im 18. Jahrhundert eingesperrt wurden mit den Verbrechern, mit Prostituierten, mit Armen, wo kein Unterschied gemacht wurde zwischen
Armut und Krankheit und dann auch psychischer Krankheit. Aus diesem Zustand hat sie Pinel befreit und die Psychiatrie zu einer eigenständigen Disziplin erhoben. Daraus wurde dann die Anstaltspsychiatrie und es entstanden neue Lehrstühle, die psychisch Kranke behandelten. Und dabei ist in diesem Zusammenhang ist auch ein deutscher Arzt zu nennen, Johann Christian Reil, der den Begriff Psychiatrie 1808 sozusagen in die Welt gestellt hat. Und nun hat man die Kranken aus den Arbeitshäusern und Zuchthäusern befreit und sie medizinisch behandelt. Zunächst hat man sie noch mit körperlichen Methoden versucht zu behandeln, mit Bädern und kalten Ergüssen. Und die Psychopharmaka kamen dann erst sehr viel später auf, ab der Mitte, erst eigentlich wirklich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Genie als Wahnsinniger, behandelt von der modernen Disziplin der Psychiatrie, das ist nun Friedrich Hölderlin, das wahnsinnige Genie im Turm, in seinem Turmzimmer am Ufer des Neckar. Und Hölderlin hat nun tatsächlich in diesem Turm gelebt. Er gilt als wahnsinnig seit 1807 und ist dann 1843 gestorben, als Wahnsinniger gestorben. Und er war 231 Tage in Behandlung im Tübinger Universitätsklinikum unter der Obhut eines Psychiaters, eines modernen Mediziners, nämlich Johann Heinrich Ferdinand von Autenrieth. Er hat stark beruhigende Medikamente bekommen. Das alles hat ihn noch kränker gemacht, als er wohl schon war. Und schließlich kam er eben in die Obhut des Tischlers und Hölderlin-Bewunderers Ernst Zimmer. Er bekam ein Zimmer im Turm. Und dieser Turm ist eben dann zum Museum ausgebaut worden. Und hat sich ein bisschen auch äußerlich verändert. Er ist nicht mehr im Originalzustand. Aber heute noch pilgern Scharen von Hölderlin-Verehrern zum Turm in dieses Museum. Und das haben sie eben schon zu Hölderlins Lebzeiten getan. Das Genie als Wahnsinniger, das hat die Zeit fasziniert. Und es haben ihn viele, viele besucht, auch andere Literaten, zum Beispiel Eduard Mörike, Christoph Theodor Schwab, Wilhelm Waiblinger. Sie alle sind dorthin gepilgert und haben ihn besucht und er hat sie empfangen mit den Worten Eure Majestät und sich tief verbeugt. Er hat in dieser Zeit noch Gedichte geschrieben und unterzeichnet mit Scardanelli. Und er wurde von seinen Zeitgenossen der arme Hölderlin genannt. Bettine Brentano hat 1840 über ihn geschrieben: Mir sind seine Sprüche wie Orakelsprüche, die er als der Priester des Gottes im Wahnsinn ausruft. Und gewiss ist alles Weltleben ihm gegenüber wahnsinnig, denn es begreift ihn nicht. Und wie ist doch das Geisteswesen jener beschaffen, die nicht wahnsinnig sich deuchten? Ist es nicht Wahnsinn auch, aber anderer, an dem kein Gott Anteil hat? Das Genie als Wahnsinniger, immer noch im Pantheon der Götter beheimatet, ein wenig zu viel an göttlicher Schöpfungskraft gefährdet das männliche Genie und im schlimmsten Fall wird er zum Verbrecher, wie wir das nächste Mal im Falle des Goldschmiedes Cardillac sehen werden. Und dann entsteht daraus auch eine neue Form, eine neue Gattung Literatur, nämlich
eine Literatur, die den normalen Bürger vom Verbrecher unterscheidet. Das ist die Krimiliteratur, die erst im 19. Jahrhundert so richtig beginnt mit einer Hauptfigur, dem Detektiv oder eben der Detektivin. Das wollen wir uns die nächsten Male anschauen und damit die Nachtseite der Romantik betreten, die schwarze Romantik, die eben auch die Liebespaare in grauslige Sphären ziehen kann und Schrecken hervorrufen kann.